Die Temperaturen mit bis zu minus 16 Grad heute Nacht waren schon knackig. Jetzt ist mittlerweile Mittag und es zeigt das Thermometer immer noch minus 8 Grad. Es gibt Menschen, die sich die Temperaturen nicht ausruhen können und trotzdem arbeiten müssen, wie hier auf dem Wochenmarkt in Hoyerswerda. Wie die sich vor der Kälte schützen, das wollten wir einmal wissen. Warme Gedanken. Zweite Frage. Das hilft? Das hilft nicht viel. Viel anziehen. Was haben Sie so an? Mehrfach. Ein Pullover, zwei Pullover, noch ein kleines Rolli, langes und noch ein kurzes T-Shirt, Jacke drüber. Ja. Wie lange brauchen Sie abends, wenn Sie nach Hause kommen? Es ist zum Kotzen im Winter. Im Sommer zieht man T-Shirt drüber, alles okay. Jetzt ist brutal. Mit Tee. Mit Tee und viele Sachen an. Ja. Das reicht zu? Ja, das reicht. Wie lange brauchen Sie, wenn Sie Feierabend haben, um wirklich wieder richtig warm zu werden? Eine gute Stunde. Badewanne und dann geht es. Naja, mit dicken Sachen, beziehungsweise ich sag mal, dicken Schuhen, dicker Unterwäsche und dann Kaffee und viel Tee. Wenn man hier so draußen bei der Kälte steht, hat man das Gefühl, dass man abgehärteter ist als alle anderen? Ja, definitiv. Wir stehen ja den ganzen Winter draußen, mehrere Stunden, 10 Stunden teilweise am Tag, da ist man dann schon kälteresistent. Schützen Sie sich gegen die Kälte hier heute? Ja, warum anziehen? Was hat man so alles an? Vieles. Vieles. Wie lange brauchen Sie abends, wenn Sie Feierabend haben, um wieder warm zu werden? Da gehe ich in die Badewanne. Und trinken Grog. Ich bin ja leider keine Süße, aber dafür eine Nette und hätte eine Frage. Bei der Kälte, welches Rezept haben Sie, um hier so eisern durchzuhalten? Ach, welches Rezept? Ja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Man ist das schon gewöhnt, ne? Schon von... Wir machen das schon etliche Jahre jetzt und da gewöhnt man sich dran. Aber ich habe es auch gut, ja. Ich habe eine Heizung im Wagen. Also ich friere nicht. Oh. Wunderbar. Kann man sagen, dass wenn man so lange hier auf dem Markt steht, sommers wie winters, dass man besser abgehärtet ist als manch anderer und nicht zur Erkältung? Würde ich sagen. Ja, kann man sagen. Man ist ja allen ausgesetzt, ne? Wärme, Kälte. Ja. Indem man sich warm anzieht. Warme Stiefel, Leggings drunter unter den Hosen, Jacke, Schal, Mütze. Wie sieht es eigentlich aus? Hier draußen wird ja auch Gemüse verkauft. Ich denke, das ist bei den frostigen Temperaturen auch nicht ganz einfach, das so zu schützen. Ja, wir legen dann ein bisschen Decken drüber und stellen es ein bisschen in die Sonne. Ich trinke auch Tee, warm und sonne mich hier. Das reicht schon. Wie sieht es eigentlich aus? Sie haben Eier hier. Tut den Eiern der Frost was? Ja, die platzen dann, ne? Wenn sie zu lange in der Kälte stehen, dann spalten die sich. Und dann kann man sie wegschmeißen. Was machen Sie dagegen? Na, ich passe auf, dass sie hier bloß schön kurz in der Sonne stehen, verkaufe die, habe sie in Kisten und im Auto schön warm gehalten. Passiert nichts. Ich habe das neueste Auto. Mit Fußbodenheizung, mit Belüftung. Und solange ich warme Füße habe, ist alles okay. Doch, wir haben ein bisschen Heizung. Gas. Wie lange brauchen Sie abends, bis Sie wieder warm sind? Wenn man nach Hause kommt, schön warm baden gehen. Und dann geht's. Dann geht's wieder. Und Tee. Mit Schal, warme Sachen. Sonst eigentlich nichts. Bisschen eincremen, das wär's. Mütze, dicke Handschuhe und einreimen, damit die alte Haut nicht spröde wird. Muss man sich bei diesen eisigen Temperaturen hier? Hier? Mit einer Heizung. Mit einer Heizung und ordentlich Unterwäsche, ne? Thermowäsche ist alles. Hier haben Sie ja sozusagen den Platz an der Sonne erwischt. Wie geht's den Blumen eigentlich? Wie doll müssen Sie hier heizen? Ja, ein bisschen, so dass es eben frostfrei ist. Ne? Und dass wir auch selber nicht mehr so frieren. Wenn Ihre Kunden hier reinkommen, wie kommen die rein? Na, durch die Tür. Also durch den. Nein! Die freuen sich, dass es dann warm ist, sagen wir mal so. Wer bei den Temperaturen nur kurze Strecken zu absolvieren hat, der hat natürlich Glück. Wir anderen können uns festhalten. Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang. Sicherlich wird es nicht gleich ganz warm, aber die Wetterfrische versprechen zumindest frostfrei.